Hallo Leute, so und die Reise geht weiter, planlos auf Chanarus oder planlos unterwegs. Ich bin ja gestern die ganze Zeit oder vorgestern Richtung Süden gelaufen und hier geht es jetzt definitiv nicht weiter. Allerdings muss nicht der Würfel entscheiden, sondern hat mir Ragnar in die Kommentare geschrieben, es gibt nur eine Richtung nach Westen. Das wäre dann darunter. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, zücken wir den Kompass und schauen uns das wirklich nochmal genau an. Richtung Westen, darunter. Okay. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, ja, hier am Wasser rumzudümpeln. Naja, denk mal nicht, dass da viel passiert. Wir laufen ein kleines, klitzekleines Stückchen zurück. Und dann gehen wir Richtung Westen. So, hier kommen wir problemlos hoch. Da ist eine Straße und das würde sich doch anbieten, die vorgegebene Richtung dann einzuschlagen. Oder ne, Eisenbahngleise sehe ich da. Ja, und auf den geht es dann entlang. Bin ich wieder auf dem Schienenstrang unterwegs sozusagen. Das ging ja das letzte Mal gewaltig in die Hosen. Oder aber ich laufe noch ein kleines Stück da vorne durch die Lücke in der Mauer und dann laufen wir auf der Straße. Na, hier ist sie ja schon. Okay. Mal gucken, ob ich Spieler treffe. Also der Server stand gerade noch auf Low. Aber an der Küste unten ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, jemand zu begegnen. Ich hoffe mal, der ist dann genauso freundlich wie ich. Ein Hühnchen mitten auf der Straße. Nee, nee, nee. Obwohl Autos fahren hier ja wohl schon lang keine mehr. Also wie gesagt, es geht grob Richtung Westen. Das heißt, ich kann dieser Straße jetzt erstmal bedenkenlos folgen. Was ich gestern noch gesehen habe, ich glaube, ich habe sogar zwei Kompasse. Bisschen übertrieben. Dann würde ich sagen, tun wir doch mal einen raus. Und den ziehen wir auf die 5. Den anderen lassen wir hier. Für einen anderen einsamen Wanderer. So, okay, passt alles. Na, so. Gibt's hier was? Nein. Manchmal liegen ja Sachen im Kofferraum. Also weiter geht's. Ja, 2018 soll ja dann dieses Riesen-Update kommen, also sozusagen die nächste Version. Wann genau 2018 weiß ich allerdings nicht. Ich hoffe doch aber mal ziemlich zügig 2018, dass das da mal endlich mit dem Base-Building und was sie da sonst noch so alles machen wollen, da mal in die Gänge kommt. Also Hühner hat es hier gerade genug. Naja, keine Angst.
Ups, man könnte dann mal was essen und was trinken, ha? Ja, das Airfield. Da brauche ich jetzt aber nicht unbedingt rein. Jetzt nur die Frage. Ja, an der Hütte da unten. Könnten wir eine kleine Rast einlegen und mich ein bisschen versorgen? Da schreit doch einer. Da ist er. Für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu nah an meiner Hütte. Also weg mit dir. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts Besonderes. So, wie sieht es eigentlich mit Rex aus? Bin ich auch noch versorgt, obwohl Rex kann man eigentlich nie genug haben. Haben wir noch mal 4. Machen wir 2 ganz voll. Na, hier. So, Hydrated Energized. Das heißt, wir essen jetzt erstmal was. Was haben wir denn zur Auswahl? Essen wir einen Thunfisch. Ja, lass dir schmecken. So, und dann trinken wir noch ein Schlückchen. Haben wir irgendwo eine Cola oder irgendwas? Nein, nein, nein. Dann, ah doch, hier, komm. Durchs Tuch durch. Hat er immer noch Durst? Dann halt noch einen Schluck Wasser hinterher. So. Jetzt sieht es besser aus. Die müsste ich demnächst mal auffüllen. Okay. Gut. Dann können wir frisch gestärkt zurück auf die Straße und weiterziehen. Wenn ich hier einen Brunnen finde, könnte ich ja vielleicht gleich meine Wasserflasche auffüllen. Einen Brunnen gibt es hier mit Sicherheit. Hab bloß keine Ahnung wo. Hab jetzt aber auch keine Lust, den zu suchen. Aus der Entfernung trifft er mich. Nicht schlecht. Ups.
Ja, komm. Dann verarzten wir uns hier mal kurz. Besser. Ja, dann laufen wir doch die Zombies. War da hinten ein Brunnen? Ja, ist ja gut. Also. Ja, ein Brunnen. Das kommt mir sehr gelegen. So. Dann nehmen wir die Feldflasche zur Hand. Müssen wir sie erst wieder leer machen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, jetzt hat er sie anscheinend. Oh, Entschuldigung. Na, jetzt hat er sie anscheinend gefüllt. Oder? Dann können wir weiterziehen. Ah, wo kommen die denn alle her, sag mal? Ist ja mehr los als am Frankfurter Flughafen. Na gut. Was ich schon lange nicht mehr hatte in diesem Spiel, mal so ein richtig schöner sonniger Tag. Oder gibt es das jetzt generell nicht mehr an der Küste? Ja, dann schauen wir noch mal, ob wir noch auf Kurs sind. Richtung Westen. Passt alles.
machen denn meine Klamotten? Worn. Ja. Alles noch gut. Schon komisch, während dem Laufen kann er zwar die Waffe ziehen, aber wegstecken während dem Laufen geht nicht mehr. Oder wechseln? Nee. Also man muss stehen bleiben, wenn man sie wegstecken mag. So. Die Häuschen hier nehmen wir mal mit. Damaged. Hm. Ich probier's mal. Kann ich damit was reparieren? Pristine. Worn. Gucken wir mal. So richtig was gebracht hat es jetzt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, weil das Nähset beschädigt ist. Nix. Nix. Aber es hat ja hier noch den kleinen Schuppen. Die Scheune hier und noch ein Haus. Eine Autobatterie. Bin noch nie, glaube ich, in dem Spiel Auto gefahren. Was haben wir hier Schönes? Nö. Ja, ich denke die ganze Zeit irgendwo. Ich sehe jemanden. Sollen wir das mal machen? Für was soll das gut sein? Nein, 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 um Gottes Willen. Nicht trinken. Was macht er denn? Okay. Wir gehen weiter. Hier gibt's nichts. Aber da kommen ja auch schon wieder die nächsten Häuser. Und dann eine etwas größere Stadt da drüben. Gut, jetzt gucken wir mal. Westen. Also ich gehe weiter auf jeden Fall auf dieser Straße. Nö. Habe jetzt keine Lust, mich mit den Zombies darum zu ärgern. So.
Sag mal, wie viel denn noch? Eins, zwei, drei, vier. Da vorne ist eine Polizeistation, die würde ich mir allerdings gern anschauen. Mal gucken, ob ich mich da irgendwie unbemerkt hinschleichen kann. Auch einer. Die latscht jetzt aber mal echt blöd rum. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Junge, Junge, sportlich, sportlich. Nicht schlecht für eine Leiche. Also macht er jetzt die Tür nicht auf. Hallo? Komisch. Tatsächlich, die geht nicht auf. Die ging doch aber immer auf. Naja. Egal, was soll's. Da gibt's aber auch wieder gar nichts, hey. Mann. Jetzt sieht's besser aus. Ah, was haben wir hier alles? Glock 19 Magazin. Was? Ich habe eine Glock 19. Juhu. Was braucht die? Ich glaube, die braucht 9 mm, oder? Und 9 mm haben wir natürlich keine. Ah, doch hier. So, das heißt. Nee, jetzt Moment. Empty. Wo ist jetzt dieses Magazin? Dann nehmen wir mal die Glock in die Hand. Null. So. Fünfzehn Schuss passen ins Magazin. 12. Und wieso geht es jetzt nicht? Ammo. Jetzt hat er sie drin. Gut. Was haben wir hier denn noch? C16 Skorpion. Platz brauchten die. Das habe ich nie eigentlich noch. Ach nö, komm.
sollen diese Zombie-Aggro da draußen? Wegen mir etwa? Wir gehen mal hoch. Alles friedlich. Ach, da, der macht ja hier so ein Gebrüll die ganze Zeit. Dann gehen wir weiter. Richtung Westen. Nein, wir konnten ihn nicht abschütteln. Na dann komm her. Ja, dann laufen wir noch ein kleines Stückchen. Suchen uns ein Hütchen. Und machen da dann erstmal eine Pause. Da die Sonne ja im Westen bekanntlicherweise untergeht und wir Richtung Westen laufen, denke ich mal, wird es eh bald immer dunkler werden. Ja. Wo ist eine Hütte, wenn man eine braucht? Na gut, mit diesem kleinen Schuppen da vorne könnte ich ja auch vorlieb nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Da drüben kommt dann die große Stadt. Bin mir jetzt nicht sicher, Elektro. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Aber hier glaube ich, ja, hier ist doch ein nettes Plätzchen. Ja, Freunde, dann war es das erstmal für heute in Planlos unterwegs. Wir sind Richtung Westen gelaufen. Mal gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.